Das Ding ist aber, Rollhacke sieht auch immer sehr hart aus. Was denn hier jetzt? So, moin! Was machen wir? Wir wollen Mist streuen, beziehungsweise unseren Shampoos. Die Strammi hat auch einiges zu melden. So, Plan ist wie folgt. Okay, da will gerade einer was. Ja, ich schaff da raus, und da steht dann die Kiste da vor. Du musst die Kiste nehmen und hochheben. So, da musste ich einmal eine Kiste wegstellen. Da seht ihr Konrad mit dem Radlader. Der hat mir hier auch den Miststreuer angebaut. Und wir beide fahren jetzt los. Er lädt mir den Shampoos immer schön auf und ja, dann muss heute mal bei der Biogasanlage ein bisschen später gefüttert werden. So, angekommen, da ist der gute Haufen, vorbildlich natürlich abgedeckt. Das Nervige ist nur, ich habe eine Gummistiefel mit, bin Otto. Gut, ich habe Schieber schon mal komplett aufgemacht, so ein bisschen den Kratzboden eingestellt. Ich muss darauf achten, Manometer darf nicht über 100 bar gehen. Das kann ich aber erst unter Volllast testen. Das ist, wenn ich hier grün, ich glaube nicht, dass ihr das jetzt seht, dann bewegt sich da der Kratzboden und Manometer hat ein bisschen ausgeschlagen. Das hier ist Referenzwert, Durchflussmenge nicht mehr über 1,8. Ja, müssen wir jetzt ausprobieren, und was wir auch ausprobieren müssen, ist überhaupt die Befahrbarkeit. Wenn ich mir nämlich das da hinten angucke, weiß ich nicht, ob das so geht. Aber bevor wieder so Kommentare kommen, muss man mal absteigen, muss man mal gucken. Machen wir das jetzt einfach mal. So, ab hier sieht es grenzwertig aus, aber noch klebt nichts am Schuh. Ja, kann man vielleicht doch ein bisschen optimistischer sein. Wir probieren es. So, Miststreuer gerade voll, kriege ich Anruf von Carsten, der sitzt fest mit der Drillmaschine. Deswegen Miststreuer eben abgebaut hier. Konrad muss jetzt ein bisschen warten. Fahren zur Biogasanlage, holen uns Seil und dann gucken wir mal zum Hafen hin. Alter Schwede. Sportlich. Ja. Ja. Da bist du richtig drin, ne? Ja. Oh Mann. Eieieiei. Aber gar nicht viel rumgewühlt hier.
Ja, das ist auch so eine bescheuerte Springstelle. Andere Jahre geht das immer. Carsten meint ja gerade auch, da vorne ging es. Deswegen versuchen wir jetzt auch auf dem Gedrillten rauszuziehen. Und macht das wohl gehen, wa? Das ist schon dir, Power, das ging leichter als gedacht. Ja, Junge, das Ding sieht aus. So, und hier ist nämlich wichtig, das hier hat kein, oder hat das eine Eisenverstrebung drin? Nee, ne? Das ist gekauft. Genau. Genau, diese nur zum Rangieren. Wenn man rauszieht, muss man hier reinstecken, sonst reißt er das Gewichtsklotz auseinander. So, da hinten muss er auch noch aufpassen. Diesen kleinen Part lassen wir jetzt aus. Ich hoffe, ich muss hier heute nicht nochmal herkommen. Bitte? Ja, ich meine gerade, ich hoffe, ich muss heute nicht nochmal herkommen. Man weiß nie. Gut, wir fahren jetzt erstmal wieder los, bauen den Miststreuer an und machen da weiter. So, Konrad, mit Kopf nach unten. Einmal wieder wach gemacht. Da vorne ist unser Miststreuer. Und vielleicht habt ihr es gesehen. Ich habe meine Drohne auch dabei. Also würde ich sagen, Film ab. Wir sind zu Hause. Es ist nämlich Mittag. Es ist schon zu spät. Ich habe schon einen Anruf gekriegt von Mutter. Ich muss jetzt meinen ganzen Social Media Kram mitschleppen. Das ist meine Tasche, wo Kamera drin ist und Halterung und Drohne. Ja, wir sind nicht ganz fertig geworden. Den Rest wird Konrad mit Thomas machen müssen. Wie gesagt, es ist jetzt gerade Mittag. Da muss ich nach Hause. Ist so. Und nach dem Mittag habe ich einen Termin. Da weiß ich leider gar nicht, wie lange der geht. Also dementsprechend, ja, ich packe jetzt Kamera erstmal weg. Genau, das heißt, ich schmeiße euch jetzt schon hoch und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Moin! So, nächster Tag. Das ist unser Gespann für heute. Wiesenschleppe. Wie ihr seht, war es beim letzten Mal noch zu nass. Ich gehe auch fast davon aus, dass es heute wieder zu nass wird, aber das ist so ein bisschen so eine Überbrückungsarbeit. Heute kommt nämlich tatsächlich noch das Fernsehen. ZDF hatte mich angeschrieben, aber ZDF regional, meine ich, ist das. Also das wird, glaube ich, nicht einfach auf dem zweiten ausgestrahlt. Und die wollen heute Vormittag irgendwann kommen. So, jetzt Carsten, Konrad, Erwin sind alle los. Deswegen fahre ich jetzt so lange, bis sie kommen, nochmal ein bisschen mit der Wiesensteppe los. Mal gucken, ob das geht.
Wir sind fertig mit der Wiese. Das Wiesenschleppen macht man einfach nur, um im Frühjahr einmal die Grasnarbe ein bisschen anzureißen, durchzubelüften und hauptsächlich auch die ganzen Maulwurfshügel einmal platt zu machen, weil wenn man es mäht, dann will man den ganzen Kram natürlich nicht im Futter haben. Gudi, ihr habt noch gesehen, ich habe in den Ecken immer ein bisschen hochgehoben. Das ist ja eine relativ neue Wiesenschleppe. Unsere alte haben wir ganz schön verzogen, weil wir in den Ecken einmal einfach rumgezogen haben. Nur so als Tipp für euch, falls ihr eure nicht verziehen wollt. Wir fahren jetzt erstmal weiter zur nächsten Wiese. Und ich würde sagen, wir sehen uns nachher wieder. Vielleicht ist ZDF dann schon da. Und ansonsten bauen wir uns einfach die Rollhacke hinter und fahren damit mal los. Müssen wir hier aufpassen, dass wir da oben nicht gegenkommen. Stützen auch hoch und dann ist die Hacke fertig. Fahren Konrad und ich einmal los mit der Rollhacke. So, da hinten seht ihr Konrad gerade am Fahren. Wir sind jetzt schon einmal außen rum. Das ist unsere Roggenfläche, eine Roggenfläche. Ich meine, ihr seht selber, absolute Katastrophe hier. Das ist eins von den Flächen, wo wir letztes Jahr Soja hatten, was uns auch voll im Kraut untergegangen ist, wo wir noch den, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der oben alles abschlägelt, die Meldeköpfe. Das war hier halt auch voll im Kraut untergegangen. Hier, da habe ich aber einen Büffel, da musste ich ausweichen. Ja, das ist die Spur, die ich gerade eben außen rum gefahren bin. Mit dem Oberlenker kann man immer mal gucken, wenn man den länger macht, dann geht die Rollhacke tiefer rein. Wenn du ihn kürzer machst, kommst du weiter raus. Und ansonsten fliegt die Erde da hinten schön. Und ja, man kann ordentlich Hackengas geben, man schafft einiges. Hier sieht man jetzt, gerade hatte ich den Oberlenker relativ kurz, das heißt nicht so tief drinne. Hier sind überall so eine kleinen Löcher jetzt. Den Finger kann ich so ohne Probleme reinstecken. Und ja, der Hauptgrund ist einmal durchlüften und Befahrbarkeit hauptsächlich wiederherstellen, dass wir hier auch mal ein bisschen Gülle raufkriegen. Da vorne, wo Konrad jetzt ist, ist ein nasses Loch bzw. das Vorgewände. Da muss man eventuell sogar ausheben, weil sonst sind die Spuren hier sehr stark. Das war hier auch doof. Also hier war der ein bisschen zu tief. Da vorne vielleicht ein bisschen zu flach. So, und ansonsten ist nämlich auch das Ziel, dass wir hier nach mit einem Striegel durchfahren können, das ganze Unkraut ein bisschen angerissen haben und der Striegel das leichter rauszieht. Da habt ihr vielleicht gerade auch ein bisschen was Grünes gesehen, was rausgeflogen ist. Das ist eigentlich alles das Kraut. Wenn wir jetzt nämlich hier mal gucken, das steckt auch alles noch ziemlich fest, aber es geht leichter rauszuziehen. Und der Roggen hält noch fester, der hat ein bisschen mehr Wurzelmasse. Ich habe aber auch letztes Jahr schon zur Rollhacke ein komplettes Video gemacht. Das ist der erste Link unten in der Videobeschreibung. Falls ihr da mehr Interesse habt, da bin ich genau drauf eingegangen. Also habe sogar so einen kleinen Versuch gemacht mit Oberlenker länger, kürzer, schneller. Über die Schnelligkeit macht man nämlich auch viel. Ja, wenn ihr da mehr Interesse habt, guckt da gerne rein. Ansonsten fahre ich jetzt gleich mit Konrads Auto nach Hause. Es ist nämlich gleich Mittag, vom ZDF habe ich noch nichts gehört. Ich hoffe, ich habe mich nicht im Tag vertan. Aber so kurz zur Info, die Arbeit macht verdammt viel Spaß. Also das ist eigentlich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwo gesagt habe, aber das ist meine Lieblingsarbeit. Du schaffst was, bist schnell unterwegs. Frontgewicht mussten wir auch noch ranmachen. Gut, wir sehen uns später. So, Konrad gerade eben wieder mit der Rollhacke hier. Wir haben jetzt nach dem Mittag. Carsten hat Probleme mit der Drehmaschine. Das, was ihr da gerade hört, ist das Gebläse.
Was hattest du denn für einen Plan? Wolltest du Schläuche frei machen oder? Linker Turm. Also von hier fahrt Richtung rechts. Ja, da kommt nichts raus. Die sahen nicht so aus. Du kannst da noch. Ja. Komm nur, fahrt Richtung rechts. So, ich war hier gerade noch am Reitplatz abziehen. Aber das habt ihr ja auch schon oft genug gesehen. Kann ich jetzt raus. Nur der Turm hier vorne. Nur fahrt Richtung rechts. Ja, wie soll denn sonst gucken, wo was rauskommt? Ich baue jetzt um auf Hacken. So, hier kommt was raus dazu. Ja. So, und jetzt haben wir hierfür ein da gebaut, damit wir den Motor einzufahren können. Und das funktioniert nicht. Haben sie toll gebaut. Ja. Funktioniert ein Jahr. Ja. Und zwar wollten wir das eigentlich so, wir hatten ja unsere Sommerung und da fährt jedes zweite Seescha zu. Unser Plan war, dass wir einen Knopf drücken und jedes zweite Ding hier quasi zufährt, beziehungsweise heißt ja nicht, jedes zweite hier, die sind ja so gelegt, dass irgendwie die vier, die äußeren vier sind und die jetzt irgendwo anders. Also nicht der Plan, so wurde das gekauft. Genau, ja, so wurde es eigentlich gekauft, das funktioniert nicht und ja, jetzt ist Carsten bockig. So, ganz zur Not, da muss ich aber alle nachverfolgen und gucken, welcher jetzt auf ist, der zu sein muss, muss ich hier so ein Gummi reinstecken. Das stimmt alles nicht mit da und das stimmt nicht mit das. Hier könnt ihr sehen, das wurde mal markiert, 4, 9 und 6. Also eigentlich hatten wir es mal markiert, aber Carsten hat schon meinte, ist nicht mehr so. Die Seeschare muss, das hätte jetzt Seeschar 1, ja, auf Sensor 1 und 1. Ja. Alles eins. Zwei, ja. Zwei, zwei. Ja, dann wäre einfach. Aber einfach ist ja langweilig. Ja. Konrad macht wieder Vorgewende. So. Wir sind wieder in Gange mit der Rollhacke. Und zwar das hier unser Hafer-Erbsen-Gemenge. Ich habe jetzt schon so ein paar Bahnen gemacht. Wollen jetzt mal gucken, ob die Erbse das aushält. Hier haben wir unseren Hafer. Das ist die Erbse. Der Rest ist alles Unkraut. Ah, hängt sogar oben oder liegt oben. Das ist ganz gut. Mal gucken hier. Ja, boah, das ist aber gut fest. Das ist super. Das sieht sehr gut aus. Hätte ich gar nicht so damit gerechnet, bin ich ehrlich. Ich hätte gedacht, die Erbse kann ein bisschen weniger ab. Also auch hier ist jetzt unser Plan, dass wir in möglichst weniger als einer Woche, irgendwie 3-4 Tage mit dem Striegel nochmal rüberfahren und dann den ganzen Kram, was wir jetzt hier angelockert haben, einmal rausreißen, das Kraut. Da kommt es dann auch wieder drauf an. Muss man ganz vorsichtig fahren wegen der Erbse. Hier vorne war einmal ein bisschen dolle. Diese Ecke war auch ein bisschen nasser. Da könnt ihr sehen, so, das ist doof, sag ich mal. Ne? Hier hast du jetzt die Spuren, Treckerspuren. Dann hast du hier noch das Stützrad von der Rollhacke. Weiß nicht. Das da. Und drückt man ziemlich runter hier. Ne? Gibt man dem Hafer dann doch einen mit. Wir können mal gucken, ob hier irgendwo. Da haben wir eine Erbse, ja, die ist raus. Nee, ist sie doch nicht, ist nur abgebrochen, hängt noch fest. Hängt auch noch fest. Gut, aber man gibt den hier schon einen mit. Ihr seht auch hier, wie die Blätter denn abreißen. Ja, wie ich schon gesagt habe, das war hier zu dolle. Naja gut, Feld geht da hinten noch weiter an der Waldkante. Da hatten wir ein bisschen was ausgelassen wegen den damaligen 4%. Das ist ja auch wieder zurückgenommen. Da wäre sowieso noch nicht gegangen, da ist viel zu nass. Ich mache hier fertig und würde sagen, wir sehen uns morgen wieder zur Info. ZDF, nicht gekommen. Ich habe keine Ahnung, ob ich mich vertan habe im Tag. Ich habe mir 12.3. aufgeschrieben. Heute ist der 12.3. Uhrzeit hatte ich nur vergessen. Eigentlich wollten sie 12.30 Uhr kommen, da hätten wir Mittag gegessen. Dann habe ich gesagt, lass das nachher machen. Ich habe mir keine Nummer eingespeichert, ist mein Fehler, ich weiß. Aber ich bin gespannt, ob sie vielleicht morgen kommen. Ansonsten, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht mehr. Ich schmeiß euch hoch, wir sehen uns morgen. Moin! So, wir am nächsten Tag. Mittlerweile Mittwoch. Ich bin wieder mit der Rollhacke in Gange. Diesmal im Dinkel. Und diese Fläche ist besonders interessant.
weil hier nämlich viele sehr nasse Löcher sind. Wie ihr da vorne seht, da war ich jetzt noch nicht drin. Ich mache das aber heute so, dass ich durch diese nassen Löcher, jetzt musste ich gerade mal aufpassen, dass ich da nämlich trotzdem durchfahre. Oha. Dieses nasse Loch war jetzt ziemlich blöd. Da, ach du Scheiße. Okay, genau deswegen muss man sehr stark aufpassen. Unterlenker zu lang. Dadurch war die Rollhacke zu tief drin. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das da rauskriege. Ja. Ich möchte es nämlich dennoch anpieksen. Jetzt habe ich hier eine ganz schön tiefe Spur gezogen. Okay, diesen Part muss ich jetzt gleich auslassen. Ich zeige euch jetzt aber mal, warum ich es anpieksen möchte. Damit wir da nämlich ein bisschen den Boden einmal durchlüften, dass das hier ein bisschen besser abtrocknet. Hier könnt ihr sehen, piekt man trotzdem nicht so ganz so tief rein, aber ein bisschen. Einfach aus dem Grund, weil hier noch keine Nährstoffe dieses Jahr raufgekommen sind. Eieiei, wenn ich hier gehe, da... Da ist noch richtig Wasser drin. Okay, das ist hier aber auch die erste Bahn. Können wir einmal rübergehen, da war es noch nicht. Ja, hier ist auch gleich auch in der Fahrgasse. Ja, ein bisschen. Also das hier ist alles sehr grenzwertig. Ich glaube, hier war ich vielleicht auch ein bisschen zu schnell. Das Ding ist aber, Rollhacke sieht auch immer sehr hart aus. Rollhacke sagt man, fahr danach die nächsten oder die nächsten ein, zwei Tage nicht mehr hin. Ja gut, wir wollen eh mit dem Striege nochmal durch, deswegen fahren wir eh hin. Aber eigentlich sagt man, das sieht hier danach so durchgenommen alles aus. Man soll das erstmal wieder in Ruhe lassen, bevor man immer vorbeifährt und ein schlechtes Gefühl hat. Hier war jetzt der Punkt, wenn es zu nass ist und die Rollhacke zu tief drin ist, dann hat die ganze Erde sich dazwischen nämlich so, ja, zusammengebappt und dann wird hier nämlich auch die ganze Hauptkultur rausgerissen. Das ist natürlich absolute Scheiße. Gut, ich lasse mich ein bisschen überraschen, was hier am Tag jetzt passiert. Also ich habe einiges mit der Rollhacke zu machen. ZDF, weiß ich nicht. Ich habe auch gedacht, ich würde gerne mal Kamera Carsten mitgeben. Der ist jetzt am Hafer drillen. Da hat alles jetzt geklappt mit der Einstellung. Also auf breite Saat umzustellen. Aber das machen wir im nächsten Vlog. Ja, mal gucken, was heute noch passiert. Vielleicht melden die sich vom ZDF, ja. Wir werden sehen. Bis später. So, da sind wir wieder. Es ist mittlerweile Nachmittag, kurz vor 5. Und vom ZDF haben wir natürlich nichts gehört. Weder ein Anruf noch sonstiges. Also, keine Ahnung, anscheinend haben die mich vergessen. Ich weiß es auch nicht. Ja, wir sind jetzt so gut wie fertig mit der Rollhacke. Und da sehen wir auch gleich, dass es stopft hinten links. Da vorne haben wir noch eine Weizenfläche, die habe ich noch fertig gemacht. Weizen kann genauso wie Dinkel immer relativ viel ab. Beim Roggen muss man ein bisschen vorsichtiger sein mit der Rollhacke. Hier ist nichts drin. Das habe ich einmal durchgerissen, einfach nur zum Durchlüften. Und ja, hier seht ihr auch, wie die Erde hier teilweise oben drauf liegt. Das ist alles, weil die nass war. Und dann halt sich hier so dazwischen pappt. Und ja, zwischendurch habe ich schon einmal eingeklappt und ein bisschen Oberlenker lang gemacht und dann rückwärts gefahren, aber richtig runterkriegen tut man es nicht. Unser Plan ist jetzt, dass der ganze Kram, dieser Part, also da vorne ungefähr so 10, 15 Meter vor der Buschreihe habe ich aufgehört, dass wir diesen ganzen Kram mit Hafer noch bestellen und dann da hinten, das seht ihr jetzt nicht, da steht noch richtig Wasser. Hinter dem Busch geht die Fläche weiter, da kommt Mais rein. Und ja. Jetzt hier soll das ein bisschen durchlüften, dass Carsten die nächsten Tage hier mit der Drille hin kann. Gut, dann im nächsten Vlog werde ich auch Carsten mal wieder die Kamera mitgeben. Dann kann er euch mal ein bisschen beim Drillen mitnehmen. Ist auch immer interessant. Ich bedanke mich, dass ihr bis hierhin zugeguckt habt. Lasst gerne ein Like, ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Oh Mann, oh Mann.